Willkommen bei NLTV mit dem wohl leichtesten Ultrabook der Welt aktuell, beziehungsweise Ultra-Light-Gerät der Welt, denn das Gigabyte X11 hat nur ein Gewicht von 975 Gramm bei 11,6 Zoll. Leider ist das Display spiegelnd, wir haben einen recht dicken Bildschirmrahmen und kein Full-HD-Display, wie jetzt eigentlich schon die Konkurrenten zum Beispiel vorgestellt haben. Mit 1366x768 Pixeln ist das nicht das ideale Gerät, aber wirklich sehr leicht, teilweise aus Carbon gebaut, und wir gehen jetzt gleich um das Gehäuse rum. Allerdings schauen wir uns jetzt mal das Keyboard an, was wirklich sehr gut ist, hat einen guten Druckpunkt, beziehungsweise genauso wie beim MacBook Air Keyboard kann man eigentlich recht weit reindrücken. Dann haben wir hier ein riesengroßes Touchpad, was links und rechts natürlich eine Maustaste bietet und sonst eine Oberfläche für bis zu 5 Finger. Anschalten können wir es hier rechts oben, auch wie schon gesagt ähnlich wie beim MacBook Air. Da könnt ihr euch die Bilder einfach auf techfocus.de anschauen. Und hier sehen können wir haben jetzt hier einen i7 Prozessor der Ivy Bridge Generation mit 4 GB RAM. Natürlich haben wir hier noch eine Webcam und ein Mikrofon oben mit dabei. Weiter nach hinten kann man das Display nicht klappen, finden wir nicht ganz so ideal. Ansonsten haben wir hier einen MicroSD-Kanalleser, Kopfhörer und USB-Anschluss. Vorne natürlich nichts, weil es so dünn ist. Wir machen das Gerät auch gleich zu. Dann haben wir hier noch einen Stromanschluss, USB 3. Und das schaut aus wie ein Displayport, beziehungsweise wir haben noch eine kleine LED, die uns anzeigt, dass die Festplatte gerade im Gebrauch ist. Wenn wir es zuklappen, sieht man schön spiegelnde Oberfläche mit Carbon. Man kann es auch recht weit reindrücken, das Ganze. Aber das ist natürlich noch ein Pre-Production-Modell. Preislich wird es bei ungefähr 800 Dollar liegen, soweit wir in Erinnerung haben von der Pressekonferenz von vor 3 Tagen. Und unten auch schön Carbon, aber spiegelnd und nicht so wie auf dem Tisch hier matt. Also nicht ganz ideal, wenn ihr mich fragt, aber trotzdem ein sehr schickes Gerät. Kann man auch mit einer Hand so ziemlich weit aufklappen und geht auch recht schnell an. Bis zum nächsten Mal, mein Name ist Balazs Gál und das war hier das brandneue Gigabyte X11 Ultrabook hier für NLTV und bis zum nächsten Mal.